Mein Name ist Siebert Wolf und ich möchte gerne darüber sprechen, warum mir die Frage, ob man Microservices oder Monolithen machen soll, so langsam aber sicher auf die Nerven geht. Meistens höre ich, wenn es um Microservices geht, vor allem die Kritik, dass das halt irgendwie alles eine große, unübersichtlicher Wust wird. Ich habe einfach zu viele Microservices, die sind zu klein und das ist alles irgendwie viel zu kompliziert. Ich muss dadurch also ein System bauen, das eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Und ich möchte hier so ein bisschen in den Dialog anschließen, den ich mal hatte mit jemandem. Da war die Aussage, naja, wir haben ja irgendwie 1000 Microservices und irgendwie haben wir jetzt keine Kontrolle mehr darüber. Microservices sind eigentlich eine blöde Idee. Die Frage, die ich da eigentlich zurückstellen möchte, ist, wenn ich also eine Klasse habe mit 1000 Methoden, ist das etwas, weswegen objektorientierte Programmierung eine blöde Idee ist? Das bedeutet, dass wir eigentlich da eine Herausforderung haben, weil wir Modularisierung machen müssen. Und Modularisierung hat dann genau ein Problem, wenn ich auf den verschiedenen Ebenen irgendwie plötzlich zu viele Module habe. Und ich würde halt argumentieren, dass wir in Systemen typischerweise eine Organisation haben, also eine Firma beispielsweise, die hat verschiedene IT-Systeme. Diese IT-Systeme werden durch ein oder mehrere Teams gebaut. Diese Teams haben unterschiedliche fachliche Komponenten, vielleicht sowas wie bauende Kontexte, die sie halt bearbeiten. Darunter haben sie dann Microservices, beispielsweise um diese fachlichen Kontexte umzusetzen. Oder auch so etwas wie Java Jars, irgendwelche anderen Arten von Modularisierung. Darunter haben sie feingranulare Modularisierung, also zum Beispiel Java Packages. Darunter haben sie dann Klassen und darunter haben sie Methoden. Und wenn ich eine Klasse habe mit 1000 Methoden, dann werde ich wohl eine weitere Klasse bauen müssen und das werden wir aufteilen müssen. Das ist ein Refactoring. Und wenn ich 1000 Microservices habe, dann werde ich eben auf der nächsthöheren Ebene irgendwie eine größere Ordnungsstruktur haben müssen, die also fachlich zusammenfassen oder eben sagen, dass dort ein Team mehrere Microservices gemeinsam bearbeitet. Ein Team ist für mich eigentlich auch ein Modul, weil eben ein Team eine Softwarestruktur gemeinsam verantworten wird und gegenüber anderen Teams entsprechende Schnittstellen definieren wird, mit denen reden wird. Das heißt, wir werden dort eben auch eine entsprechende Modularisierung haben. Und wenn ich das nicht vernünftig hinbekomme, wenn ich keine vernünftige Modularisierung habe, wo ich eben an irgendeiner Stelle plötzlich 1000 habe, also 1000 Microservices oder 1000 Klassen in einem Package oder 1000 Methoden in einer Klasse, dann ist meine Modularisierung nicht in Ordnung. Da helfen Microservices mir nichts. Das ist aber ein fundamentales Konzept für die Entwicklung großer Softwaresysteme. Da habe ich also dann eigentlich eine ganz andere Herausforderung. Und was man dann häufig auch hört, ist, naja, wenn ich mir die Netflix-Architektur angucke, die ist tatsächlich, wenn man sich typische Darstellungen davon anschaut, sehr, 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 sehr komplex. Und da kommt dann irgendwie zurück, naja, das kann auf keinen Fall irgendjemand verstehen und das kann auch niemand so nachbauen und laufen lassen. Ich muss auch gestehen, ich empfehle so etwas nicht. Ich empfehle eben, wie ich schon vorhin sagte, eigentlich eher grobgranulare Ansätze, weil ich denke, dass man dort mit Modularisierung mehr machen kann. Aber ich habe das nochmal nachgeschaut. Also es ist tatsächlich so, Netflix funktioniert noch. Man kann Netflix-Filme gucken und Netflix bringt auch immer noch neue Features raus, wartet die Software weiter. Irgendwas scheint für die zu funktionieren. Daraus sollte man jetzt irgendwie ableiten, naja, alle Kunden, die ich habe, sind nicht Netflix. Das heißt, wir können zusammen mit unseren Kunden dort mit anderen Architekturideen um die Ecke kommen und versuchen, die umzusetzen. Wir sollten aber von dem Erfolg von Netflix lernen und schauen, was wir davon übernehmen können und das jetzt nicht einfach deswegen verdammen, weil eben an bestimmten Stellen Dinge halt nicht in Ordnung sind. Ich hatte es schon gesagt, ich kann dann eben grobgranulare Module bauen oder ich kann eben schauen, dass ich nicht so wahnsinnig viele Microservices baue. Irgendwie empfinde ich das auch ein bisschen schwierig insgesamt, die Diskussion. Netflix ist eine Firma, die primär digital operiert. Filme, die sie machen, sind im Prinzip digitale Medien. Sie haben jetzt nicht irgendwie Produktionsstätten im großen Umfang oder sowas. Das heißt, Software ist für sie sehr, sehr wichtig. Es ist gerade nicht die Hardware, die laufen auf der Amazon Cloud. Das heißt, da haben sie wenig investiert. Und sie sind 97 gegründet worden, haben schon ein neues Geschäftsmodell dann umgesetzt. Ursprünglich war es ein DVD-Versand. Heute ist es offensichtlich ein Online-Filmanbieter. Ich habe mal dazu geschrieben als Vergleich SAP. SAP ist 1972 gegründet worden. SAP bietet sich an, weil SAP eben
die größte europäische Firma ist in Bezug auf IT. Und mittlerweile hat Netflix eben einen Umsatz von viel mehr als 20 Milliarden Dollar im Jahr. SAP ist da etwas größer, anderthalb mal so groß, 30 Milliarden Dollar. Aber Netflix ist mehr wert als Disney oder eben SAP und ist mittlerweile die Nummer 164 in den Fortune 500. Das bedeutet, Netflix ist offensichtlich ausgesprochen erfolgreich. Netflix hängt sehr stark von Software ab. Am Ende hat also die Netflix-Architektur, unabhängig, was man jetzt von ihr meint, das ultimative Ziel erreicht, nämlich geschäftlichen Erfolg. Wahrscheinlich deswegen, weil eben die Architektur ein guter oder zumindest ein gut genügender Fit für den Business Case dort ist. Und das bedeutet, dass Netflix irgendetwas jetzt richtig macht in Bezug auf Software, denn das ist eigentlich das, was die Firma im Wesentlichen ausmacht. Microservices sind dann wahrscheinlich oder möglicherweise eine gute Lösung für Netflix an der Stelle. Und das bedeutet, dass wir eben davon lernen können, Dinge ableiten können, und zwar mindestens, dass eben eine Softwarearchitektur eben das Business unterstützen sollte und dass man dort eben entsprechende Konsequenzen ziehen sollte. Warum kommen wir jetzt zu diesen Herausforderungen? Also ist das jetzt sozusagen alles, dass wir eigentlich das Business unterstützen müssen? Ich glaube, es sind noch andere Sachen. Wenn man meine Bücher liest und meine Vorträge hört, dann ist ein wichtiger Punkt, auf den ich immer Wert lege, dass Microservices unabhängiges Deployment und unabhängige Technologieentscheidungen ermöglichen. Ich kann also jetzt sagen, ich habe ein Ding, das deploye ich unabhängig von allen anderen. Dadurch habe ich eine stärkere Kopplung und ich kann in meinem System eigene Technologien umsetzen, dort also auch einen Vorteil, einer stärkeren Kopplung. So, und da gibt es jetzt dieses Projekt, wo die Aussage war, naja, wir machen halt Microservices, aber wir deployen alle auf einmal und unsere Architekten treffen alle Technologieentscheidungen. Wir lassen also nicht zu, dass in den verschiedenen Microservices unterschiedliche Technologien laufen und wir wollen diese Technologieentscheidung auch zentralisiert treffen. Warum macht man dann Microservices? Das ist etwas, was ich mit einem Deployment-Monolithen erzwingen kann. Ich kann mit einem Deployment-Monolithen erzwingen, dass alles auf einmal deployed wird. Und ich kann erzwingen, dass es dieselben Technologien sind. Und ich würde sagen, das, was hier eigentlich ist, ist, dass es ein Organisationsproblem gibt. Wir wissen mittlerweile, dass unabhängige Arbeit, selbstorganisierte Teams effizienter sind. Und genau das wird hier nicht gemacht. Microservices ermöglichen es zwar, mehr Selbstorganisation zu machen, aber wenn meine Organisation das nicht erlaubt, dann komme ich damit nicht weiter. Und das ist nicht die Schuld von Microservices. Schauen wir uns die andere Seite an. Also Monolithen. Die Aussage über Monolithen ist, Monolithen sind irgendwie einfach zu handhaben, einfacher zu bauen und sie sind auch insgesamt, sehen sie halt beeindruckend aus. Ich habe hier so ein Bild mitgebracht, das ist der Monolith, der in Washington DC steht und der ist tatsächlich beeindruckend. Ich kann erzählen von meinem ersten großen Projekt, in dem ich saß als IT-Berater, da haben wir so einen Deployment-Monolithen gebaut und wir hatten so Kompilierungszeiten von, ich glaube, Stunden, wenn wir alles kompiliert haben. Das System hat auf dem Application-Server gelaufen, das heißt, es hat 15 Minuten oder so gebraucht, bis es überhaupt oben war. Es hatte eine komplexe Integration mit anderen Systemen. Es war deswegen auch wirklich, wirklich schwierig, das Ding zu testen. Das hat sehr viel Aufwand erzeugt und wir mussten es halt irgendwie an 2 Tagen mal übers Wochenende deployen. Der kommerzielle Impact, da bin ich mir ehrlich gar nicht gesagt, gar nicht so sicher. Eigentlich ging es nur in Anführungsstrichen darum, ein altes System abzulösen und das halt etwas wartbarer zu machen. Also bei weitem nicht so etwas wie Netflix dort hatte. Ich kann jetzt noch von anderen Projekten erzählen. Also in dem Projekt gab es Quartalsreleases, 10 Wochen Testing, auch 2 Tage übers Wochenende Releases. Also ich habe irgendwie eine relativ lange Entwicklungsphase, ich habe eine lange Testingphase und ich habe 2 Tage Releases. Und dort war das Ziel, wohin wir beraten haben, mehrere Deployments am Tag zu machen. Was wahrscheinlich eben auf Microservices rausläuft, um eben dafür zu sorgen, dass wir kleine, unabhängig deploybare Einheiten haben, die wir überhaupt so schnell testen, releasen und entwickeln können. So, und wenn ich mir jetzt anschaue, dass dann gesagt wird, naja, solche Monolithen, die sind halt einfacher zu behandeln, die sind auch einfacher zu bauen und sehen irgendwie super aus. Ich kann halt dazu nur sagen, irgendwie scheint dort die Rede zu sein von anderen Monolithen. Das sind nicht die Monolithen, die ich gesehen habe. Ich will nicht ausschließen, dass es gut strukturierte, gut zu handelbare Monolithen gibt. Das ist sicherlich denkbar. Und ich denke auch, dass durch die Modularisierungsdiskussion, die jetzt ansetzt, so etwas wieder kommt. Aber das ist einfach nicht meine Erfahrung an der Stelle. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück auf diese Netflix-Architektur. Da ist also die Aussage, niemand kann das überhaupt verstehen und kann das irgendwie jemals laufen lassen. Dann gucken wir uns mal Monolithen an. Und da kann ich halt erzählen von einer
Ich würde tatsächlich behaupten, typisch monolithische Architektur. Ich habe genügend Systeme angeschaut, die Deployment-Monolithen sind, um zu behaupten, dass das nicht eine Ausnahme ist, sondern eigentlich eher das Typische. Und dort sind 90% in diesem speziellen Fall aller Packages innerhalb so großen zyklischen Abhängigkeit gewesen. Das heißt, wenn ich irgendwo was ändere, dann hat das potenziell Auswirkungen auf 90% des Systems. Praktisch alles hängt irgendwie ab von so ein paar Entities, die halt die Daten im Wesentlichen modellieren. Da kann man jetzt sagen, naja, das sind ja nur Softwaremetriken, aber tatsächlich ist es eben so, wenn dort etwas geändert worden ist, da gab es mehrere Teams, die daran gearbeitet haben. Jede größere Änderung, jedes fachliche Feature hat eben tatsächlich dafür gesorgt, dass alle Teams daran involviert waren. Das bedeutet, das ist eben ein großes Chaos, das im Übrigen auch einen durchaus signifikanten Betrag Geld gekostet hat und zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich es angeschaut habe, eben auch noch deutlich weit weg war von irgendeinem Release. Empfinde ich jetzt nicht als eine besonders erfolgreiche Architektur. Jetzt ist die Frage, warum das Ganze? Und dazu möchte ich auch nochmal etwas erzählen aus einer Beratung. Dort war die Aussage, wir machen CQS. Das ist so etwas, wo ich mein System in einen lesenden und einen schreibenden Teil im Wesentlichen aufteile. Und zwar machen die das deswegen, weil sie skalieren wollen, was ja sinnvoll ist. Dann kann ich eben lesen und schreiben getrennt voneinander skalieren. Also habe ich dort bessere Möglichkeiten. Und daraufhin habe ich gefragt, naja, was ist denn die Hauptherausforderung des Projekts? Und es stellte sich heraus, die Hauptherausforderung des Projektes ist es, die Kunden dazu zu bekommen, diese Software tatsächlich zu akzeptieren und zu nutzen. Also so etwas wie Benutzerfreundlichkeit, ja, genau das. Was also zu der Frage führt, wie versucht ihr denn dieses Ziel zu erreichen, was dann eigentlich nicht wirklich beantwortet wurde. Das heißt, wenn wir das subsumieren, dann ist es so, dass dort eigentlich das Hauptziel, nämlich Benutzerfreundlichkeit, da ist es nicht klar, wie man es erreicht. Auf der anderen Seite wird ein Ziel verfolgt, nämlich Skalierbarkeit, das erst dann relevant ist, wenn das Produkt von vielen Benutzern genutzt wird, also an der Stelle, wo man das Hauptproblem schon gelöst hat. Also ist da irgendetwas mit den Zielen schief. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe und der Hauptprobleme, die ich zumindest sehe. Wir haben ein bestimmtes Ziel, wir müssen Werkzeuge dafür finden, um dieses Ziel zu erreichen. Und da muss man eben Entscheidungen treffen. Microservices, Monolithen oder viel wichtiger vielleicht so etwas wie, wie kriegen wir das System benutzerfreundlich hin? Ich würde sagen, nichts von dem, was wir hier diskutiert haben, keiner dieser Probleme ist so, dass jemand gesagt hat, oh, ich versuche jetzt in diese Richtung zu kommen. Ich versuche ein System zu bauen, was möglichst kompliziert ist, sodass eben alle Teams an allen Entscheidungen beteiligt sind. Die Leute da sind eben dabei und versuchen, Systeme zu bauen, die eben vernünftig aufgebaut sind und die halt irgendwelche Ziele erreichen. Das heißt, sie wissen es eben nicht besser. Oder die Organisation, in der sie arbeiten, erlauben ihnen nicht, es besser zu machen. Und das bedeutet für mich, ich muss Leuten beibringen, wie es besser geht, sie dabei unterstützen und ich und alle anderen müssen halt lernen. Das bedeutet für mich, in solche Debatten wie Microservices versus Monolithen haben so fast religiöse Züge. Das hilft mir nicht sonderlich viel weiter. Was ich möchte ist, ich möchte die Architektur wählen, die für meinen speziellen Fall die richtige ist und die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Und da sind manchmal Microservices eine gute Idee, manchmal Monolithen. Viel öfter ist es aber so, dass es halt erstmal andere Themen gibt, wie zum Beispiel Nutzerfreundlichkeit, auf die ich irgendwie abheben muss, die halt unabhängig davon sind, ob ich Microservices oder einen Monolithen baue. Das bedeutet, ich muss die Geschäftsziele verstehen und unterstützen, sonst kann ich keine vernünftige Lösung dafür bauen. Und ich muss eben meine Teams, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, alle anderen in unserer Branche, denen etwas versuchen beizubringen, weiterzubringen, so wie eben mit solchen Vorträgen und selber auch immer weiterlernen. Das heißt, diese Frage Microservices oder Monolith, das ist eigentlich etwas, was mich nicht so richtig interessiert. Also es interessiert mich jetzt nicht so sehr, dass ein Projekt sagt, wir machen Microservices oder Monolithen. Für mich ist wichtig, dass das irgendwie begründet wird, was man tut, Microservices, Monolithen oder andere Dinge, und dass das etwas ist, was auf Business-Ziele einzahlt, was also bedeutet, dass man die Business-Ziele kennt. Das heißt, die Diskussion, die ich gerne haben möchte, ist, was wollt ihr erreichen, was sind die Business-Ziele, wie wollt ihr die umsetzen? Das ist für mich die Essenz und dabei kommt dann irgendetwas raus. Und wenn dabei eben rauskommt, dass Monolithen die richtige Lösung sind, naja, ich habe mehrere Bücher über Microservices geschrieben. Es ist super, wenn ein Projekt mit einem anderen Ansatz erfolgreich ist.
auch wenn der dann eben nicht in meinem Buch beschrieben ist. Und das ist eigentlich auch das, was ich tue. Also ich laufe gar nicht rum, missioniere Leute in Bezug auf Microservices, sondern ich versuche genau das zu tun. Geschäftsziele verstehen, verstehen, wie man die unterstützt und dann eben Organisationen dazu bringen, diese Geschäftsziele auch tatsächlich zu erreichen und selber weiterzulernen, um dort besser zu werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.